Kai-Jan Kreiner von der SPÖ. Rainer Hable, Finanzensprecher der NEOS, war als Nächster am Wort. Nächster Herr Abgeordneter Dr. Rainer Hable, bitte. Dankeschön, Frau Präsidentin, Hohes Haus, Herr Bundesminister. Es ist ja interessant zu beobachten, dass die Redner von Rot, Schwarz und Blau gar nicht zum Thema sprechen, sondern Ausflüge in die Historie machen. Also ich würde vorschlagen, Sie können das eh alles in Ihre Fraktionsberichte zum Hypo-Urschuss schreiben. Diskussionsgegenstand jetzt heute hier ist eigentlich dieses Bundesgesetz, mit dem das Haftungsgesetz Kärnten erlassen wird. Weiter muss man eh nicht lesen, das sagt schon alles aus. Der Bund übernimmt die Haftungen für Kärnten. Und das erklärt wahrscheinlich auch, dass Sie sich eher jetzt heute mit anderen Themen beschäftigen wollen, als mit dem, was eigentlich hier am Tisch liegt und abgestimmt werden sollte. Der Bund übernimmt die Haftungen für Kärnten, Haftungen, die unverantwortlich aufgenommen worden sind. 25 Milliarden Euro waren sie im Höchststand. Haftungen für Anleihen, die unverantwortlich auch gezeichnet worden sind durch Gläubiger, die nichts dabei gefunden haben, Anleihen zu zeichnen, von Landesbehaftet von einem Bundesland mit einem Budget von 2 Milliarden Euro und Haftungen von bis zu 25 Milliarden Euro dann übernommen hatte. Und diese doppelte Unverantwortlichkeit von den Gläubigern, aber auch vom Land Kärnten, wer trägt jetzt die Konsequenzen für diese Unverantwortlichkeit, für diese Verantwortungslosigkeit? Die Steuerzahler. Die Steuerzahler. Und was hat das bitte schön mit Marktwirtschaft zu tun? Marktwirtschaft würde bedeuten, dass diejenigen, die das Risiko getragen haben, die Chance und das Risiko getragen haben, dass die auch die Kosten übernehmen. Aber hier wird das Risiko immer letztlich auf den Steuerzahler übertragen. Das hat mit Marktwirtschaft genau gar nichts zu tun. Und ja, Herr Bundesminister, es werden Sie sicherlich auch gleich sagen, naja, die Gläubiger sind ja eh mitbeteiligt worden. Dieser Bail-in, diese Gläubigerbeteiligung hat ja eh stattgefunden. Nur, Sie haben uns ja in dieser Aussprache mit den Finanzsprechern eine Rechnung versprochen, wo wir das auch nachvollziehen hätten können, was denn jetzt wirklich diese Beteiligung der Gläubiger ist. Diese Rechnung haben wir bis heute nicht bekommen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil meine Einschätzung, dass de facto die Gläubiger mit 100% nach Hause gehen, doch der Wahrheit am nächsten kommt. Das ist so ähnlich wie die Rechnung der Finanzmarktaufsicht, die behauptet, die Insolvenz würde 1 Milliarde Euro mehr kosten als das, was jetzt gemacht wird. Aber auch die legen keine Rechnung vor, die man sachlich nachvollziehen könnte. Kann sich jeder seinen Teil dazu denken. Aber was das Schlimmste eigentlich dabei ist, schlimmer als dass die Gläubiger hier völlig außen vor gelassen werden und keinen Beitrag mehr leisten, schlimmer ist noch dieser Tabubruch. Der Tabubruch, dass der Bund einspringt für Haftungen eines Bundeslandes. Ohne eine rechtliche Verpflichtung, das zu tun, springt der Bund ein und übernimmt die Haftungen für Kärnten. Das ist ein Freibrief, das ist ein Freibrief für alle Bundesländer, für jede finanzpolitische Verantwortungslosigkeit in der Zukunft. Man kann, die Länder können in Zukunft machen, was sie wollen. Denn sie wissen, mit diesem Bundesgesetz haben sie immer im Endeffekt die Möglichkeit, Kosten, Risiken, die irgendwann einmal dann durchschlagend werden, auf den Bund zu überwälzen. Es wäre ganz im Gegenteil eine historische Chance gewesen, Herr Bundesminister, eine historische Chance für die Bundesregierung. Endlich eine Föderalismusreform anzustoßen, die diesen Namen verdient. Endlich eine Reform anzustoßen für einen Föderalismus, der wirklich einer ist. Und nicht dieser Spendierhosen-Föderalismus, wo die Landeshauptleute nur das Geld einnehmen, also nur das Geld ausgeben, aber für die Einnahmen nicht verantwortlich sind. Diese historische Chance haben Sie verpasst. Das wäre eine Verhandlungsmasse gewesen, die Sie zum Beispiel in die Finanzausgleichsverhandlungen mit hineinnehmen können. Diese Chance ist leider verpasst worden. Wirklich, schade drum. Die Haftungen für Kärnten übernehme der Bund und damit der Steuerzahler, sagte Rainer Hable, Finanzensprecher der NEOS. Damit sei der Regierung die Chance entgangen, eine Föderalismusreform anzustoßen.